Ey, ohne Scheiß. Dieser Pokémon Go-Hype, ey, das ist. Der ist so real, Alter. Jo. Das Geilste ist, ich kann ab dem Pokéstop direkt vor meiner Haustür. Ich kann die ganze Zeit spinnen. GG. So, aber heute geht's nicht um Pokémon Go, nein. Heute geht es um Ichiatso Lime. Ich mach's mal auf. Ich hab hier die Alufolie noch dran. Aber wie man es erkennt, Steine mit Molasse. Nichts Besonderes. Grüne Molasse. Extrem viel. Ich weiß nicht, ob man es so erkennen, aber ihr seht, wie es da drin schwimmt. Also wirklich, ihr habt so viel Molasse hier. Also bei mir ist richtig am Wegschwimmen. Ey, das ist ein halbes Aquarium. Ey, es geht bis hier wirklich zur Hälfte von dem Ding. Ist voll mit Molasse. Richtig krass, ey. Ja. Auf jeden Fall richtig am Wegschwimmen. Riechen. Zum ersten Mal. Richtig intensiv, also. Das ist heftig. Das beißt schon richtig so intensiv ist das. Also, es riecht auf jeden Fall gut, ja. Also, ihr habt wirklich das Gefühl, ihr haltet euch so ein Ding richtig in die Nase rein, ja. Also, richtig, richtig rein da, ja. Boah. So riecht das auf jeden Fall. Ja. Kann ich nicht viel zu sagen. Lime. Ne? Riecht gut. Wie es schmecken wird, hoffen wir mal. Dass es so geil sein wird wie das hier, weil dann wird es wirklich eine Sache sein, die ihr sowas von perfekt für den Sommer rauchen könnt. Ey, ist mir das Ding jetzt gerade wirklich gegen die Nase gesprungen. Wir rauchen an. Ja. Schmeckt schon geil, muss ich sagen. Also. Also perfekt für den Sommer, Leute. Holt euch das für den Sommer, ja. Wenn ihr was braucht für den Sommer, lasst. Das ist gut. Kaufen. Wie so ein Produktplatzierung. Kauft. Kauft. Gute Produkt. Made in Germany. Kaufen. Also, ich muss schon sagen, ist, also nein, es ist keine Produktplatzierung. Ne? Also, aber es schmeckt gut. Schmeckt so geil. Sau erfrischend. Echt schön. Ja. Ja. Oh. Also seit langem eigentlich mal wieder was richtig geil Erfrischendes, ja. Also, wenn ihr zum Beispiel an die See fahrt oder generell in den Garten geht oder draußen generell seid, probiert mal das. Sehr erfrischend. Ziemlich geil. Nicht zu stark, nicht zu schwach. Genau richtig. Schmeckt wie. Wie der Name schon sagt, ne? So schmeckt's, so riecht's. So kann man damit leben. Fertig. So. Also, das ist wirklich etwas, worauf man sich verlassen kann, ja. Also, wirklich, bei dem Produkt kann man sagen, es schmeckt, was draufsteht. Das war's. So ist es. Ja. Und das ist wieder ein Pokémon. Wir haben hier mitten in der Nähe einfach Zubat, Alter. Keine Sau braucht dich, Mann. Also falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt vielleicht einen Kommentar oder gebt mir ein Abo, ja. Ansonsten schaut euch die anderen Videos an. Auf jeden Fall auch vielleicht mal den Kopfbau, da sich viele mal immer so wundern, so hey, wie baue ich denn einen Kopf? Gibt es dazu ein Video auf meinem Channel? Klickt drauf. Auch unten in der Beschreibung ist da auch verlinkt. Auch ein paar andere Sachen wie Spreadshirt, Snapchat, Instagram, Facebook, was auch immer ihr braucht, wollt. Twitch auch. Gibt's auch demnächst mal wieder was. Und wo? Macht euch ein Käffchen, raucht diesen. Und ja. Just do it. Bis dann.